Hallo zusammen auf meinem Kanal. Ich bin Dennis von der Pfleka Fotografie und heute gibt es einen Ausflugstipp von mir, und zwar die Hochalpenstraße am Großglockner. Ich befinde mich hier kurz vor dem Fischerl Törl. Das ist die Einbahnstraße oder die Einlassstraße, wo man dann die Maut bezahlen muss für diese tolle Erlebnistour. Wenn ihr dieses Ausflugsziel auch mal besuchen wollt und euch interessiert, was wir auf diesem Ausflugsziel alles erlebt haben, dann solltet ihr unbedingt dranbleiben und weiter zuschauen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Es warten auf jeden Fall tolle Ausblicke auf euch, super Bilder und auch ein paar Informationen. In dem Fall, wir sehen uns nach dem Intro wieder. Servus. 40 Euro bitte. 40 Dankeschön. Euro. Eine Frage. Und ja. Zwar, wenn ich oben nachher am End bin, an Heiligenblut, ja. Kann ich dann einfach wieder rumdrehen und zurückfahren? Genau, weil für uns ist das der einfachste und schnellste Heimweg. Also das ist gar kein Problem. Okay, aber wenn ich drüben rausfahre, komme ich nicht mehr. Wohl, das geht auch. Da wird dann Ihr Kennzeichen erkannt, dann geht der Schrank schon von selber auf. Ah, okay. Und wenn das nicht passieren soll, zeigen Sie das weiße Ticket her und dann können wir so wieder rein. Super, alles klar, in dem Fall. Dankeschön. Danke. Schönen Tag, gell? Sobald wir die Mautstelle hinter uns gelassen hatten, erwartete uns schon das erste richtig coole Bergpanorama. In den ersten Kehren und in den darauffolgenden Kehren war es wie wenn wir in eine andere Welt hineinfahren. Überall am Wegrand warten kleine Parkplätze, die einladen zum Anhalten, etwas essen oder auch das ein oder andere Bild machen, sowie verschiedene Stationen am Wegrand, um weiteres über die Natur und die Tiere sowie die Flora und Fauna an der Hochalpenstraße zu erfahren. Gleich an der ersten Station erwartet euch dieses wunderbar schöne Panorama. Schaut euch das mal an. Einfach mega. Und gleich daneben ein kleiner Wasserfall, den man auch noch mitnehmen kann. Am ersten Stopp geht's um die 75-jährige Geschichte der Großglocknerstraße. Was übrigens den Papa freut, überall sind immer wieder so kleine Kinderspielplätze bei den Souvenirshops. So kann Papa fotografieren und die Kinder sind beschäftigt. Wäre es nach mir gegangen, ich hätte jeden Parkplatz genutzt, um Fotos zu machen. Doch wenn man die knapp 48 Kilometer der kompletten Hochalpenstraße an einem Tag schaffen möchte, dann muss man hier und da Abstriche machen. Vorbei am Hexenloch, welches seinen Namen von vier Bergsteigern trägt, die sich im Schnee verlaufen haben und den heulenden Wind wie eine Hexe heulen gehört haben, geht's immer weiter Richtung Fischerl Tor. Thank you.
Und hier braucht mein Auto auch schon die erste Pause, da der Motor langsam überhitzt nach der anstrengenden Bergrallye. Und natürlich bleibt ganz, ganz viel Zeit für die Artenvielfalt der Alpen und wunderschöne Blumen warten auf euch, um fotografiert zu werden. An der vierten Station ein Megablick auf den höchsten Punkt der Großglockner Hochalpenstraße. Und wenn ihr ganz leise seid und Glück habt, seht ihr und hört ihr auch Murmeltiere. Von Station Nummer 4 geht es nonstop hoch zur Edelweißspitze, die den höchsten Punkt der Hochalpenstraße bildet, die man mit dem Auto erreichen kann, nämlich 2571 Meter. Wenn ihr dort oben steht, seht ihr um euch herum lauter 3000er. Die Strecke nach oben wurde mit Pflastersteinen ausgelegt und um die Edelweißspitze, den Aussichtspunkt dort oben zu stellen, wurde extra der Berg abgetragen, um die Originalhöhe von 2571 Metern wieder zu erreichen. Angekommen auf der Edelweißspitze habt ihr hier natürlich den schönsten Ausblick mit 360 Grad rundum auf über 3000 Meter hohe Berge. Also ein wirklich toller Spot, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Natürlich ist hier allerhand los und viele Menschen unterwegs, aber es lohnt sich auf alle Fälle, hier den Abstecher nach links hoch zu machen und hier die Bilder noch mitzunehmen. Von der Edelweißspitze geht es für uns nun zum Fuschal Törl. Das Fuschal Törl ist übrigens auch die Ziellinie für alle Rennradfahrer, die sich immer wieder jeden Tag aufs Neue ein neues Ziel setzen und die Hochalpenstraße mit 16 Kehren bis zum Fuschal Törl in Angriff nehmen und dann danach eine genügende Abfahrt haben. Thank you.
Blick vom Fuschal Törl abends zum Sonnenuntergang. Einfach mega. Die Hochalpenstraße wurde 1935 direkt als Ausflugsziel eröffnet und noch heute werden auf der Hochalpenstraße Autorennen mit historischen Autos aus den Jahren 1950, 1960 nach wie vor durchgeführt. Ihr könnt also auch auf ein Oldtimer-Rennen direkt an der Hochalpenstraße einen Besuch abstatten. Sagen, eine mega geile Tour bisher. Ich hoffe, euch haben die Bilder bisher auch überzeugt. Es kommen aber noch ein paar Stationen und ich kann euch garantieren, es wird noch viel interessanter, denn die Franz-Josef-Höhe, Kaiser-Franz-Josef-Höhe, die hat es noch in der Hand. Sobald wir durchs Hochtor gefahren sind, übrigens am Hochtor steht auch heute noch die Herkulesstatue, die die Römer damals bei der Überquerung der Hochalpen gefunden haben, befinden wir uns im Land Kärnten und nicht mehr in Salzburg. Wenn man ganz viel Glück hat und es die Wetterbedingungen zulassen, kann man im Übrigen auf der Hochalpenstraße auch den natürlichen Lebensraum des Geiers und des Alpenadlers noch bestaunen und kann dort, wenn man Glück hat, auch das ein oder andere Bild von den beiden erhaschen. Mir ist dieses an diesem Tag aber leider verwehrt geblieben. Es waren zwar Geier dort, aber die waren so hoch und ich hatte mein Telezoom 150-600 leider nicht dabei. Ja, wo es einen Wasserfall gibt, da bin ich natürlich nicht fehl. Deswegen habe ich auch hier angehalten.
den schönen Wasserfall direkt an der Straße zu fotografieren. Wann kommt man denn mal in die Gelegenheit, anhalten, aussteigen, Wasserfall fotografieren? Eigentlich benötigt man, wenn man an der Hochalpenstraße jede Station und alles gesehen haben möchte, 2 Tage, denn wir haben es leider aus zeitlichen Gründen nicht mehr nach Heiligenblut geschafft, was aber dennoch ein sehr fotogenes und schönes Örtchen und Dörfchen sein soll. Irgendwann konnte ich nicht mehr anders und fast jeder Parkplatz war meiner, denn die Lichtstimmung war einfach zu schön, um sie sausen zu lassen. Und hinter jeder Kurve wartet ein neues, super schönes Motiv, das sich auf jeden Fall lohnt mitzunehmen. Kurz vor der Franz-Josef-Höhe bekommt die Hochalpenstraße einen richtig schönen norwegischen Fjord-Touch und ich musste wirklich echt langsam fahren, um nicht vom Weg abzukommen, weil mich diese Landschaft einfach zu sehr fasziniert hat. Nach den Fjorden dachte ich, es könnte nicht besser werden, doch hinter der nächsten Kreuzung, Schrägstrich, Kurve lag schon Island, denn hier war ein Wasserfall, der Island ziemlich nahe kommt und der sehr fotogen ist, den ich unbedingt mitnehmen musste. Thank you.
Ab hier ist es nur noch ein kurzes Stück zur Franz-Josef-Höhe. Ein weiterer Tunnel trennt uns von der massiv schönen Aussichtsplattform. Und ich muss sagen, ich war begeistert, als ich um die letzte Kurve fuhr und den Europas größten Gletscher sah, der mich wirklich an die Antarktis erinnerte und an Spitzbergen. Also wirklich gigantisch, was hier alles geboten ist für verschiedene Naturschauspiele und schöne Erlebnisse. Inzwischen angekommen an der Kaiser-Franz-Josef-Höhe, haben wir uns schon leicht auf den Weg gemacht zu der Swarovski-Kristall-Beobachtungswarte. Und ich kann euch nur sagen, hey, der Ausblick hier oben ist einfach gigantisch. Ich kann mich gar nicht satt sehen. Also hier hat man wirklich alles vom Gletscher bis zum Stausee, Wasserfälle und hinter uns saftig grüne Wiesen, Murmeltiere. Also es ist wirklich gigantisch hier oben. Also Spitzbergen lässt tatsächlich grüßen. Übrigens, wenn man die Großglocknerstraße fährt, kommt es ungefähr einer Fauna-Wanderung gleich oder Tundra-Wanderung gleich, wenn man von Salzburg nach Spitzbergen fährt. Und das gibt es alles hier zu sehen und zu erleben. Also ich muss sagen, ich bin mega begeistert. Und für die 40 Euro, die ich bezahlt habe, um hier die Straße hochzufahren, mega. Wirklich mega. Habt ihr die Chance, hierher zu fahren, fahrt auf jeden Fall hierher. Nehmt die Hochalpenstraße mit und schaut es euch an. Ich gehe jetzt auf jeden Fall weiter und werde euch noch ein paar Bilder zeigen. Versprochen, Murmeltiere waren da und Bilder habe ich natürlich auch gemacht. Es war einfach gigantisch. Zugegeben, diese Murmeltiere sind nicht mehr ganz in freier Wildbahn, weil sie sich einfach schon an den Menschen gewöhnt haben. Aber dennoch, es sind Murmeltiere einfach in freier Wildbahn, auch wenn sie sich an den Menschen gewöhnt haben. Und warum soll man solche Bilder nicht auch einfach mal mitnehmen? Einfach ein toller Platz hier, um Murmeltiere in freier Wildbahn fotografieren zu können. Wirklich gigantisch. Thank you.
dann auch noch Murmeltiere vor solch einer Kulisse. Schaut euch das mal an. Mega schön. Natürlich darf auch ein kurzer Besuch beim Gründer bzw. Namensgeber der Franz-Josef-Höhe nicht ausbleiben. Die Statue von Kaiser Franz Josef. Wenn das kein Fjord-Feeling ist, dann weiß ich's auch nicht. Mein Tag an der Hochalpenstraße, Fototour auf der Hochalpenstraße geht zu Ende. Hier hinten hat man noch mal so richtig schönes norwegisches Fjord-Feeling. Ich finde es mega geil hier. Ich habe es gerade als letztes Bild noch mal eingeblendet, auch wie das Licht und die Schatten jetzt hier im Tal und natürlich in den Höhen auf den Gipfeln wirken. Echt super, ich freue mich echt, dass ich das hier gemacht habe und dass ich hier war und diesen tollen Ausflug mit meiner Familie machen konnte. Ich habe super schöne Bilder von heute mitgenommen. Ich habe tolle Eindrücke mitgenommen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen die Hochalpenstraße näher bringen. Also wer hier nicht auf seine Alpenkosten kommt, der macht definitiv was falsch. Und der, weiß ich auch nicht, braucht noch mehr und der muss wandern gehen. Aber so viele Berge, so viele verschiedene Eindrücke wie hier an der Hochalpenstraße an einem Tag, zugegeben mit dem Auto, erlebt ihr nirgendwo anders sonst. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Vielleicht möchtet ihr meinen Kanal abonnieren. Drückt die Glocke, dass ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Ich wünsche mir einfach, dass ihr immer ein tolles Motiv vor der Linse habt, dass ihr immer Spaß haben werdet am Fotografieren und dass ihr auf jeden Fall immer gesund bleiben werdet und gut durch die Zeit kommt. In diesem Sinne, macht's gut. Euer Dennis vom Bodensee. Bis zum nächsten Mal. Ciao.